Mit dabei bei der langen Nacht der Forschung ist Reform. Zahlreiche Stationen luden zum Mitmachen ein. So konnte im Bereich Elektronik die Steuerung eines Metrag interaktiv getestet werden. Wir machen hier am Standort ein vollständiges Fahrzeug. Und das heißt nicht nur ein Fahrzeug zu montieren, sondern wir entwickeln es, wir designen es. Und ich darf so sagen, an der einen Seite bei unserer Werkshalle kommt das Blech hinein und auf der anderen Seite kommt ein cooles Fahrzeug wie der Metrag oder der Muli heraus. Und das ist das, was uns ausmacht mit all unseren Mitarbeitern, die hier mit großer Leidenschaft dabei sind und an dem arbeiten. Neben der Möglichkeit, ein CAD-Programm selbst zu bedienen, erfreute sich auch die Muli-Challenge großer Beliebtheit. Dabei musste ein ferngesteuerter Muli möglichst geschickt durch einen Parcours gelenkt und dann abgekippt werden. Zu wissen, was der Kunde braucht, heute und morgen, und uns auf das auszurichten, das ist unsere große Herausforderung. Hier bemühen wir uns, dass wir das bestmöglich machen. Dazu schauen wir auch mit einer enormen Ausbildung, was die Lehrwerkstätte betrifft, was bei uns in der Ausbildung betrifft, Weiterbildung, dass wir hier wirklich die besten Mitarbeiter haben. Denn wir wissen, wir können Gebäude kaufen, wir können Maschinen kaufen, aber nur unsere Mitarbeiter machen das aus, was wir heute sind. Mit dem Bau eines neuen Technologiecenters schafft Reform Raum für die Zukunft und damit die Grundlage für weiteres Wachstum. 8 Millionen Euro werden bei diesem Projekt in den Standort Wels investiert.